Hello YouTube, just a quick update. Gesundheitlich geht es mir leider gar nicht besser, ja, im Gegenteil. Absolute Kopfschmerzen, das Gefühl, als hätte man mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Kann mich auch ganz schlecht konzentrieren, deshalb wird das ein sehr kurzes Video. Ich hatte mir Literatur bestellt zum Thema Borreliose. Ist gestern auch gekommen mit der Post. Eine von Seidel, eines der Standardwerke. Sie setzt eher auf Chemie, auf Antibiotika, was ich bisher gelesen habe, größtenteils. Ist auch sehr gut zu lesen für Mediziner. Dann von Stoll, das Buch kommt, wenn man Seidel bestellt, als Vorschlag. Und er setzt eher auf Naturheilverfahren. Und wenn man anfängt, ihn zu lesen, dann kommt es einem schon etwas seltsam vor. Er spricht von Naturheilverfahren, von Indianern, von Geister sehen und von in sich hineinfühlen oder hineindenken und so weiter. Aber wenn man weiterliest, findet man schon Ansatzpunkte, positive. Er behauptet, er hätte Borreliose geheilt, und zwar mit einem Kartenwurzel-Tinktur-Tee und einer Kur von Hitzeschwitzbädern. Also Borreliose-Erreger sterben ab bei Temperaturen von 41 Grad, und es gibt wohl so Schwitzzelte, in denen man diese Kuren machen kann und die Temperatur bis 41 Grad steigern kann. Und mit dieser Kur habe er angeblich die Borreliose besiegt. Das andere Standardwerk kommt aus Amerika. Habe ich jetzt noch gar nicht reingelesen, weil mir die Konzentration ganz einfach fehlt. Heute Nachmittag habe ich nochmal einen Arzttermin mit diesem Hausarzt, der mir damals von einer Behandlung gleich mit Antibiotika abgeraten hat. Ich werde mit ihm das auch nochmal durchsprechen, jetzt den Klinikaufenthalt in Augsburg. Und ja, mal sehen, was er dazu sagt. Das war es eigentlich schon. Ich habe einige, die geantwortet haben. Es gab auch viele, die sich die ersten Videos angeschaut haben. Werden mehr kommen. Ich hoffe, dass ich auch im Kopf etwas fitter sein werde bei den nächsten Videos. Also heute geht einfach gar nichts mehr. Damit Maxwell out. Bye.